Da sind wir wieder nach der Aufnahmepause. Gut, wir farmen gleich mal weiter Gras. Und fällen Bäume. Yeah, Bäume. Natürlich bin ich auch wieder mit dabei. Leider. Ich bin mit voller wunderbar und hoffe, dass ich nicht sterbe. Das hoffen wir alle. Bis Tag 3 haben wir es schon mal geschafft und machen uns gleich mal eine Hasentrip. Da sieht man, wie gleich diese dummen Hasen da einlaufen und die Karotte essen wollen. Sowas nennt man Baiten und ich vergesse Fachausdrücke. Ja, Chillhasi, nicht gleich so schreien. Ja, das ist auch cool, wie die immer rumschreien, wenn man in die Nähe von denen kommt. Immer noch kein Goldstück. Das rast dich aber gleich aus. Ja, ich habe auch viel Strahlen abgebaut und kein Goldstück und also. Das wird auch gepatcht. Viel zu selten die Dinger. Aber wenn man welche bekommt, kriegt man viel zu viele. Ich hole mir die Bärenbüsche mal. Die sind ziemlich wichtig. Man kann nämlich mit der Schaufel Sachen ausgraben und woanders platzieren, so wie sie schon langsam gemerkt haben. Oder etwa nicht? Doch, habe ich schon gemacht. Habe ich schon. Nicht so, dass du wieder vergisst. So wie die letzten zweimal. Sei leise. Nicht, dass du so failst. Plauder nicht alles aus. Okay, da haben wir keinen Platz und. Du darfst nicht vergessen, falls wir sterben, dann fangen wir den nächsten Charakter an. Eup. Aber bevor wir sterben, werden wir noch verraten können, was der Typ kann. Denn es passiert zwischen dem fünften Tag. Einfach so. Wenn das bei Kindern auch so wäre, nicht so gut. Und da haben wir gleich noch mehr Flint. Noch mehr Flint und noch mehr Karotten. Karotten. Ich habe einen netten Truthahn gefunden nochmal. Oh, Biene. Bienen! Hat sich hingelegt, what the fuck? Da ist noch ein Bienenstock. Cool. Oh, ne? Die jagen mich, fuck. Die verstecken sich. Einbildungen? Fragezeichen. Nein, die verfolgen mich wirklich. Okay, jetzt sind sie weg. Oh, der Truthahn hat nicht alle Bären weggefressen. Wie nett von ihm. Dann gehen wir da nach drüben und holen uns die restlichen Büsche zu unserem Lager und. Dann es ist nicht zu Hause nachmachen, von Hasenfleisch und Bären zu ernähren, nicht gut. Gar nicht gut. Oder von Vogelscheiß. Philipp, ne? Kennst du schon? Nicht nachmachen. Unser bester Rat. Wir stolzieren hier rum, noch passiert nichts Interessantes, dabei werden wir nur farmen. Ja, farmen. Die ersten Tage geht's eigentlich nur ums Farmen. Dann muss man erfinden, kämpfen und erkunden. Erkunden. Hast du den ersten Part schon hochgeladen? Nö. Dann, ja. YouTuber sind faul. Ja, das haben wir schon am ersten Part erwähnt. So. Das brauchst du nicht noch wiederholen.
Und wieder ins Lager. Ich sollte nicht irgendwie, keine Ahnung, was die erbrechen, ne? Oh, oh nein. Schwer. Es wird dunkel. Es wird dunkel. Danke, dass du mich daran erinnerst, dass es bei, genau gleich bei dir dunkel wird. Also es gibt so 10 Sekunden Unterschied bei uns. Ja, wir haben es ziemlich gleich gestartet. Ja, extra für die Aufnahme. Der erste stirbt, der muss, keine Ahnung, der muss irgendwann. Irgendwas Ekliges. Ich bin Profi. Und er natürlich dann. Und deshalb werde ich diese Wette auch gewinnen. Man sollte aufpassen, dass man nicht zu weit Sache zum Lagerfeuer gibt, sonst verbrennen die Sachen. Das kennt mich gar nicht. Was mir natürlich noch nicht passiert ist. Das kennt mich, wie sie es nicht wieder rausschauen kann. Total unbekannt. Und es ist natürlich wieder Nacht. Und wir haben immer noch kein Goldstück gefunden. Wieso sehen eigentlich diese Bären so anders? Das muss ich dann gleich nachschauen. Die sehen so komisch aus. So stachelig, gell? Mhm. So wie ein Herbst. So herbstliche Farbe. Oh, I'm so hungry. Stimmt, ich sollte auch mal was essen. Natürlich ist die Essensanimation, du kannst ja mal reinscrollen und die Essensanimation zeigen, die ist nicht gerade die beste, aber immerhin. Aber eine Essensanimation. Aber es ist wenigstens eine geile Animation, also. Das ist eine lustige Animation. Cool, wenn man ganz rauskommt, sieht man den Himmel. Ja, ich weiß, man kann da immer ein bisschen weiter rauskommen, dann kann man da die Wolken sehen. Nein, Feuer wäre ausgegangen. Und das Geräusch kann man dann auch sehen. Ich ah ja, mit dem Pfeiltasten kannst du dann Bildschirm drehen, falls du nicht wusstest. Cool. Sag mir das doch! Das ist so lustig, weil dann drehen auch alle Büsche mit und so. Wenn du das ganz schnell machst, sieht das so crazy aus. Hab ich gerade. Kann man Steine essen? Ja. Als würde das gehen. Komm, komm. Ich habe schon wieder 20 Bärenbüsche. Das ist gut. Ich habe, glaube ich, noch mehr. Und da schreit schon ein Hase. Er wird gegessen. Ich sortiere mal mein Inventar. Da könnte ich auf jeden Fall die Axt, das Flint. Da der Stein, da die Stücke. Den vierten Tag haben wir jetzt schon. So. Inventar geschlichtet. Und dann suchen wir gleich mal einen Übergang, wo man auf eine andere Insel kann. Ich will gleich voll loslegen. Suchst du jetzt schon danach? Ja. Ich habe meine ganze Insel schon erforscht und alles. Also ich bleib noch so lange an meiner Insel, bis die Bärenbüsche gewachsen sind. Oh, saved. Der Tag beginnt, zu Trap fallen und gleich was beten. Wenn man vergisst, einen Tag zu farmen, hat man regelrecht verkackt. Also wirklich regelrecht. Was passiert, wenn ich einen Bienenstock angreife? Einen Stock? Ja, also diesen Bienenkackhaufen dort. Dann kommen Bienen raus und die attackieren dich. Habe ich schon ausprobiert. Mach's nochmal. Ich hab's nicht gesehen. Nehm ja nicht auf. Diese Bienen machen mir Angst. Die bleiben immer ein bisschen kurz vor stehen und dann gehen die erst weiter. Ich finde das einfach so genial, wie ich hab's vergessen. Ich find's genial, wie die Hasen schreien, genau, so. Boah, ich find die ganzen Monster und sowas geil. Jetzt hat er mir die Bären. Und das Wasser und mit den Wegen und so finde ich total geil aus.
What the fuck? Ich kenne mich nicht mehr aus. Was habe ich getan? Ich habe gerade einen Truthahn getötet. Ich habe jetzt die ganze Map gedreht mit dem Pfeiltasten. Jetzt habe ich nicht da rausgekannt. Ich habe jetzt die ganze Map gedreht. Und ich habe ein Glück. Ganz, ganz viele Steinchen. Oh Mann, ich habe keine Steinchen mehr. Nix für Herrn Wilson. Gut, meine Spitzhacke ist kaputt. Machen wir uns eine neue. Noch immer und kein Gold. Ich wieder ein bisschen Holz bekomme. Also, ich freue mich schon, wenn ich endlich meine Rüstung habe, dann kann ich nicht so schnell abkratzen. Ein Goldnugget habe ich jetzt nicht bekommen. Leiter. Ah, ich kann nicht. Ich habe schon genug Gras. Perfekt. Ja, ein Goldnugget! Ein Goldnugget! Da, 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 ein Goldnugget. Super gemacht. Ich erkunde gerade meine Map. Den Herrn Wissenschaftler. Und die Spitzhacke. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Dann geben wir hier die Schaufel weg. Huch, jetzt habe ich die Stöcke ausgegraben. Ah, warte. Ich habe da gleich eine ganz coole Neuerung gefunden. Weil wenn man jetzt mit der Schaufel jetzt dick klickt, dann kriegt man die Sachen dazu, wenn es fertig ist. Echt? Ja, das habe ich gerade gemerkt. Und ich ein Spinnenei, ein Riesenspinnenei. Ein Riesenspinnenei? Oder doch nicht, das war nur ein großer Stein. Das Kleine hätte ich getötet. Was passiert bei den Großen? Da kommen mehr raus und da hast du dann keine Schnitte mehr. Also ein Kleines, das wäre noch möglich, es zu kaputt machen. Nein, ich gehe jetzt lieber ins Lager. Aufpassen. Das Wasser ist echt geil. Was denn? Das Wasser, wie das animiert ist. Ja, das ist wirklich geil, aber leider backt das bei mir ein bisschen. Ganz oben am Rand der Map ist dann... Ups, jetzt habe ich das Ding, wo ich das nicht wollte. Am Rand der Map bei mir ist es komplett schwarz, also ich sehe da keine Animation. Okay, das ist blöd. Leider. Dann nehmen wir uns da noch den Busch mit. Ich denke, ich habe den Übergrat bei mir gefunden. Und den Baum, dass wir die Axt loswerden. Ich würde mich freuen, wenn ich regelrecht Bisons finden würde. Was sind Bisons? Bisons sind Tiere neutrale. Ja, die, wie soll ich jetzt sagen, Code von sich lassen, mit denen du dann Farmen betreiben kannst. Kaki? Ich habe einen Stein gefunden. Hoffentlich gibt er mir. Und es ist Abend und wir laufen im Dunkeln durch den Wald. Überhaupt ja, nicht. Er hat mir Gold gegeben und ich kann es nicht tragen. What the fuck? Wir laufen im Dunkeln durch den Wald, durch den Wald, durch den Wald. Sollten eigentlich, es gibt Tree Guards, wie gesagt. Unbewaffnet Bäume fällen schlau. Es gibt da so welche Tree Guards. Ich frag mich, wieso die eigentlich überall spawnen. Sollten die eigentlich nicht nur in Waldbiom spawnen? Oder habe ich mich da verlesen? Oder weißt du dazu nichts? Ich habe keine Ahnung. Okay, dann renne ich mal zurück zu meinem Lager, bevor es komplett dunkel ist und ich sterbe. Ja, mir ist es gerade ganz dunkel geworden. Und dann machen wir uns gleich unsere erste Science Machine. Und stellen uns daher. Ich kann mir meine Science Machine auch schon machen. Er ist hungrig. Dann lassen wir nicht weiter warten. Mami hat schon Essen gemacht. Dr. Edison darf nicht hungrig sein. Wieso sage ich Doktor zu ihm? What the fuck? Und geben ihm Goldnuggets, um Punkte Glühbirnen zu bekommen. Muhaha.
Research-Punkte professionell angenommen, um Sachen zu erfinden. Die dümmsten Sachen, die man erfinden kann, sind Hüte. Also, die sind nur Dekoration da und die kosten so 200 Research-Punkte und die sind nicht leicht zu haben. Also unnötig. Verdammt, total nur noch zwei unnötig. Holz. Yay. So, haben wir einen inzwischen. Oh, ist nicht vergessen. Natürlich dürfen wir nicht verhungern. Es wird dann auch Zeit, dass wir erklären. Was erklären? Dass wir, was der Typ überhaupt kann, weil es ist gleich Tag 5. Soll ich erklären oder soll's, oder? Erklärst du. Ich spiele das Spiel jetzt noch nicht so lange. Also, wie ihr gleich werdet, wird am 5. Tag ein Bart wachsen. Der ein ganz kleiner Stoppbart und nach ungefähr 15 Tagen ist das so ein... Wie man sieht, ein Bart. Ein ziemlich großer Bart. Und wenn man den abrasiert, kann man eine Sache finden, die nennt sich... Rasierer. Meat Effigy. Und da steht als Beschreibung, I can rescue myself using science. Das heißt, er kann sich selbst retten mit Wissenschaft. Und was das bewirkt, das weiß ich nicht genau. Aber ich gehe als Respawn einen auf Map.